Hallo Leute, hier wieder eure Zuschauerwitze und danke für die ganzen Einsendungen und nun viel Spaß. Treffen sich zwei Männer, sagt Manfred, und was schenkst du deiner Frau zur silbernen Hochzeit? Darauf antwortet Fred eine Reise auf die Malediven. Da sagt Manfred, spinnst du? Was willst du ihr dann zur goldenen Hochzeit schenken? Darauf sagt Fred, da hol ich sie wieder ab. Was wächst in der Erde und stinkt? Eine Furzel. Nachricht an den Typen, der meine Jacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen, oh ja. Unsere Oma war neulich frech zu uns, deshalb haben wir ihr den Rollstuhl weggenommen. Rate mal, wer jetzt wieder angekrochen kommt. Eine polnische Studie hat ergeben, dass man beim Einkaufen sehr viel Geld sparen kann, wenn man direkt zum Auto geht und nicht an der Kasse vorbeigeht. Allerdings kann man noch mehr Geld sparen, wenn man zu Fuß gekommen ist. Oh je. Wenn man sich den ganzen Tag vornimmt, nichts zu erreichen, hat man dann doch was erreicht? Ja, könnte sein. Wann gehen die meisten U-Boote unter? Am Tag der offenen Tür. Treffen sich zwei, der eine kommt nicht. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Der arme Hund. Was sagt ein Schauspieler, wenn er am nächsten Tag nicht arbeiten muss? Morgan Freeman. Was ist schwarz, brennt und hüpft über eine Wiese? Ein Flaminchen. Schön flach. Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind überflüssig. Ein Mann fährt mit seiner Freundin zum DM. Sagt der Mann, aber bitte nicht lange. Sagt die Frau, nein, ich geb nur was ab. Eine Stunde später kommt sie mit vier neuen Tüten zurück. Der Mann sagt, das ist also kurz. Da sagt die Frau, ja, bei uns schon. Du bist so gesund wie eine Milch. Du bist fett und arm. Drei Babys kommen versehentlich um Leben. Im Himmel angekommen, winseln die Babys um eine zweite Chance. Darauf sagt Gott, okay, aber auf dem Weg nach unten müsst ihr euren Wunschberuf schreien. Das erste Baby springt nach unten und schreit, Lehrer! Und 20 Jahre später wurde er erfolgreicher Lehrer. Das zweite Baby springt runter und schreit, Gehirnchirurg! Und wurde nach 20 Jahren erfolgreicher Gehirnchirurg. Bevor das dritte Baby seinen Wunsch äußern wollte, rutscht es plötzlich aus und schreit, Scheiße! Oh je, ja, das ist die Arschkarte. Was ist braun und lebt in der Wüste? Ein Karamell. Schön flach. Was passiert, wenn ich Süßigkeiten meiner Nichte gebe? Es wird vernichtet. Oh. Die Gefahren des Sommers. Die Sonne sticht, die Wurzeln schlagen aus und der Rasen wird gesprengt. Uiuiui, ganz schön gefährlich. Ich bringe Ihnen gleich die Bettpfanne, meint die Krankenschwester fürsorglich. Darauf die Patientin zornig. Was? Muss man sich sein Essen hier noch selber kochen? Hocken zwei Männer in einer Bar, sagt der eine, warum bist du so traurig? Daraufhin der andere, ach, ich werde Vater. Der andere wieder, Mensch, das ist doch toll, wieso bist du traurig? Ach, meine Frau weiß es noch nicht. IKEA, Idioten kaufen einfach alles. Nur noch aufbauen. Warum heißt ISIS jetzt noch IS? Um Druckertinte zu sparen, ob's klappt? Was ist das Gegenteil vom Katalog? Kata sagte die Wahrheit. Wenn das Gehirn so simpel wäre, dass wir es verstehen könnten, wäre es so simpel, dass wir es nicht verstehen könnten. Oh. Treffen sich zwei Piloten. 180 Tote. Ein Mann geht zum Bäcker, dann sagt der Mann, ich will Brötchen. Dann sagt der Bäcker, aber wir haben nur Brötchen von gestern. Dann sagt der Mann, ich möchte aber Brötchen von heute. Darauf sagt der Bäcker, dann kommen Sie morgen wieder. Oh je. Schnell Nutella rückwärts sagen, bevor es alle tun. Oh je. Oh nein, deine Uhr ist runtergefallen, aber du darfst sie nicht aufheben, denn du hast kein Urheberrecht. Oh je. Ja, der liebe Urheberrecht. Dieser Kanal ist schlecht, das war mein Witz. An dieser Stelle danke für die ganzen Vorschläge, da hat mich sehr gefreut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!